So fühlt sich also 2015 an. Liebe Kunden, liebe Freunde, liebe Führungskräfte, 2015. Was machen Sie in 2015? Vor zwei Tagen, mein erster Arbeitstag, ich fahre zur Arbeit auf dem Fahrrad und ich denke so, wie cool ist das eigentlich? Ich fahre jetzt ins Büro und kann wieder das machen, was ich total gerne mache. Heute habe ich zum Beispiel mit zwei neuen Coaches gesprochen, beide Führungskräfte, ein Schwede, ein Russe. Und wir haben zwei Stunden diskutiert. Das die erste Telefonkonferenz zum Coaching und das macht mir wirklich Spaß. Ich kann Menschen unterstützen bei richtigen Herausforderungen, die sagen hinterher, das war echt hilfreich, das hat mir weitergeholfen, da will ich weitermachen. Deshalb liebe ich das, was ich tue, jeden Tag. Und in letzter Zeit, vielleicht haben Sie es auch gesehen, es gibt ja immer schöne Werbung, ja. Diese Werbung aktuell, City Light Poster, mein Schiff, blendet ein bisschen, ja. Ich träume jetzt schon vom Mittelmeer. Oder kurz vor Weihnachten aufgenommen, Träume leben. Ja, Träume leben. Ja, was? Wie ist das denn? Wenn ich nur einmal im Jahr träume ich dann, dass ich in Urlaub fahre? Kann ich nicht auch jeden Tag das genießen, was ich tue? Ich wünsche Ihnen keine Neujahrsvorsätze. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das, was sie tun, lieben. Oder wenn sie es nicht lieben, das, was sie tun, jeden Tag, bei der Arbeit oder auch privat, dass sie es verändern. Weil ein Vorsatz, mehr Sport machen, ändert es nicht. Den Vorsatz, ich werde mal mit meinem Chef reden, ändert es nicht. Das grundsätzlich, das, was sie jeden Tag tun, das ist das, was sie lieben. Das wünsche ich Ihnen für 2015 oder dass Sie daran arbeiten, das mehr zu lieben. Change it, love it or leave it, kennen wir alle den Spruch. Ich wünsche Ihnen ein tolles 2015, nicht nur ein geiler Urlaub, sondern ein geiles 2015. Viel Erfolg, viel Spaß und bis bald. Ihr Markus Jotzo.